Es ist Nacht geworden über dem Taco-Ozean, hier im Kiwi-Atoll. Das sind ja die Koordinaten von LPM World, die uns im letzten Part durchgesagt worden sind. Und wir sehen schon, dass hier einiges Neues am Start ist. Ereignis am Brunnen. Ich schätze mal, es wird wieder gespendet. Gucken wir uns so gerade mal an. Es ist ja jetzt ein anderer Tag. Ja, Rocco, schmeiß mal was rein. Geiz ist nicht so geil, wie ihr denkt, Katie. Gerade du mit deinen Millionen. Na, und du erst. Hör mal, ihr seid ja alles Steinreiche. Ihr braucht doch nicht ein paar Münzen reinwerfen. Okay, Alf ist vielleicht nicht jetzt der allerreichste. Der wirft am meisten rein wahrscheinlich, ne? Mr. Bean. Ja, davon kann ich euch dann gleich mal wieder was kaufen. Alle schön in der Nacht versammeln. 45 Euro. Ey, da kommen Angelina Jolie und Katy Perry. Die haben alle Millionen, Milliarden auf dem Konto. Und insgesamt kommen 45 Euro zusammen. Muss ich dazu noch was sagen? Es ist viel los. Ich könnte mal, was ich auf alle Fälle machen will. Alf wollte was Neues zum Anziehen und im Möbelhaus gibt es ja auch wieder was. Willkommen. Oh, eine Höhle. Ey, da müssen wir... Na gut, zu Alf passt es jetzt nicht, aber wir lassen es erstmal. Da war doch noch was anderes. Oh, ich wollte jetzt dieses leere Zimmer. Das ist blöd. Ist es weg? Das ist ja wie so eine Gummizelle gewesen. Und hat nur 20 Euro gekostet. Und das wäre also für Mr. Bean gewesen, glaube ich. Die Höhle. Wer bekommt die Höhle? Die ist eigentlich cool. Ach komm, weißt du was? Die kaufen wir uns. Irgendjemand kriegt die gleich. Jetzt können wir uns nicht mehr so viel leisten. Gehen wir also in die Boutique shoppen und das Ganze um 23.17 Uhr, wie ihr sehen könnt. Ach, das ist der Hutmacher. Moment. Hier die Boutique. Hat alles 24 Stunden auf, das finde ich gut. Guck mal, Snoop Dogg ist hier. Eine Haremshose. Alf will ja was zum Anziehen. Was könnte man ihm denn geben? Dem Alf. Der hat ja ab und zu mal Kleidung angehabt, ne? Das passt zu Alf. Das bekommt er. In... Was war denn seine Lieblingsfarbe? Das ist... Ich glaube, der hat mal so ein ähnliches in der Serie angehabt. Kann mich natürlich auch irren, aber sei es drum. Den anderen sollten wir auch was geben. Sommerkleid. Oh, ich habe nicht mehr so viel Geld, Alter. Das war sehr teuer, das Ding. Weißt du was, dann geben wir das dem doch gleich. Oder wollen wir erstmal Essen kaufen? Nee, wir geben den erstmal, was er möchte. Alf, wach mal auf. Es ist mitten in der Nacht und du pennst. Du hast eben noch eine Spende gemacht. Aufstehen, Burschi. Das bleibt aber jetzt unter uns. Was? Ohne Kühe. Eben keine normale, sondern Schokomilch. Ja? Geil. Nicht nötig. Das ist doch genug. Oh mein Gott! Da fliegen dem die Augen ins Universum. Alles nur erfunden. Oh, wir haben jetzt gesehen, was er träumt, oder was? Haha, oh, nicht schlecht. Steh mal bitte kurz auf. Ja, erschöpfte Alf. Dafür gibt's ein Pupskissen, das ist ja geil. Ich kann dir aufs Gesicht malen. Was ist... Oh, Entschuldigung. Das ganze Gesicht weg. Geht das? Ist das okay? Nicht, dass er jetzt so bleibt. Das wäre fail. Gut, dann lassen wir dich halt schlafen. Kriegst halt ein andermal dein Hemd. Ich möchte nämlich unbedingt jemanden einen Wunsch erfüllen. Angelina, du vielleicht? Guten Abend. Guten Abend. Tachchen. Sie hat ein Problem. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen.
Ah, hätte ich dir mal... Jetzt habe ich nur das Pünktchenhemd. Das wird die aber nicht mögen. Die Höhle? Ich glaube, man hat es... Hier steht kaufen, wenn ich da drauf klicke. Okay, pass auf. Die kriegt was. Wir kaufen der was ein. Blumentalentleid, Hemd. Was passt denn zu ihr? Ist halt mehr Katy Perry. Mein Gott, kriegst du halt wenigstens sowas. In grün. Bin ich mein Geld so gut wie los, aber... Vielen Dank. Die Dame ist es wert. Wenn sie jetzt abgehauen ist, kriegt sie aber links und rechts eine gebatscht. Spaß. Und wehe, es gefällt ihr nicht. Das kann ja auch sein. Oh, sie ist zufrieden. Es fällt ihr total gut. Freue ich mich mit dir. Ich bin jemand, der nichts wirklich lang durchhält. Inwiefern? Leider kein Level-Up. Ich will ja unbedingt ein Level-Up. Vielleicht einer von euch beiden? Mal sehen, ob ich die Anliegen erfüllen kann. Haare färben war es ja nicht. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe Hunger. Ja, ich glaube, ich habe was dabei. Er mag Spaghetti. Stand da auch, was er nicht mag? Hatten wir ihm nicht... Mal sehen, ob er auch Schnitzel leiden kann. Ja. Mag er ebenfalls. Das ist gut. Ein kleines Dankeschön. Eine Bratpfanne, das ist ja überragend. Weißt du was, ich glaube, wir geben dem die Schaukel. Im Büro der Verwaltung neben dem Eingang siehst du allerlei Infos zum Haus. Jetzt habe ich was. Ich habe die Idee. Rocco bekommt die Höhleneinrichtung. Weil er ist der Arena-Leiter von Marmoria City und so. Und das muss dir einfach gefallen. Danke für die neue Einrichtung. Ich finde sie wirklich gut. Das hätte ich mir denken können. Übrigens, willst du dich vielleicht... Ja, wir gucken uns das kurz an. Wir können ja auch mit dem Schiebepad. Pass auf, also versuche ich so umstößt, wenn du dich ruhig so wie möglich zu halten. Oh, da habe ich mich erschrocken. Kennt ihr die Folge, wo Rocco irgendwie die Augen aufmacht? Sehr gut. Schock fürs Leben. Doch, das passt doch hier. Du hast deine Arena. Oder Freunde, was meint ihr? Das passt doch voll zu Roccos Zimmer. Für wen sonst? Was? Ich werde pfleglich damit umgehen. Was? Fühlst du dich angesprochen oder so? So, es gibt ein Level Up. Und wir schenken dir ein Lied. Rap, Oper, Techno, Musical. Metal. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber... Du probierst es, okay? Okay. Berühr es, wenn Rocco ein Lied singen soll. Lust auf ein Spielchen? Eigentlich ein Lied, aber... Gut, spielen wir. Welches Item wird hier stark vergrößert angezeigt? Wähle eine der drei Optionen. Das erste Item. Klingt gut! Was wird es wohl sein? Also nicht nur vergrößertes, sondern auch ein bisschen... Gameboy? Sandwich? Ich wüsste nicht, wo am Gameboy das ist. Spaghetti? Ist die verschimmelt? Vielleicht irgendwas auf dem Sandwich, was nicht so Antwort gut aussieht. Ein Salat, so ein dunkler. Es waren einige Sepia-Spaghetti. Ich wusste nicht, was Sepia-Spaghetti sind. War's das schon? Ich will nochmal. Schade, schade, aber das machen wir demnächst nochmal, ja. Du bist ja unser Zockerfreund. Wie geil man Klopapier bekommt. Hey, das ist wichtig. Aha. Die nächste Eilmeldung. Wer trägt's vor? Angelina. Eilmeldung. Als Antwort auf den Wunsch einiger, sich mal so richtig das Herz aus dem Leib singen zu können, wurde heute eine große Konzerthalle auf LPM World eröffnet. In der Konzerthalle können die Charaktere die tollsten Lieder zum Besten geben, die sie als Geschenk vom Ebenbild von LP Markus erhalten haben. Hier kann sich jeder mal wie ein Popstar fühlen. Man kann sich sogar von Hintergrundtänzern unterstützen lassen.
Alle, die eine Karriere im Bereich Gesang anstreben oder einfach nur mal Stress abbauen wollen, sollten vorbeischauen. Die Konzerthalle kann über den Kartenbildschirm betreten werden, aber da so gut wie alle gern singen, haben wir in ihren Zimmern ein Notensymbol für direkten Zutritt untergebracht. Danke fürs Zuschauen. Ja, überragend. Legen wir gleich mal los, oder? Gehen mal rein. Wir haben Rocco das Lied geschenkt. Ernsthaft? Singen. Mr. Bean? Was zum? Was? Machen schreit Mike Emo. Wach auf, was will du die Welt? Schleich dich im Schuppenfeind. Bosskampf bei meiner Sieg. Hopnuss. Ausschufen, macht suchen. Ich stürm. Was zum Teufel? Das ist Sabine und Alf mit pinken Perücken und dann mettelt der voll ab. Oh Mann. Ah, man kann sogar den Text verändern. Ich glaub das nicht, habt ihr das gerade eben gesehen? Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten sollte. Als Band singen. Dabei waren die doch als Band, ne? Wahrscheinlich, wenn mehrere singen. Was ich auch mal tun muss, das ist in die Statistiken, ich werde noch die Geburtsdaten eintragen. Von mir und von den Charakteren, von denen man es kann. Ich denke aber, das mache ich offscreen. Willkommen. Außerdem erkläre ich euch gleich noch was Wichtiges. Ich raff's immer noch, was wir da eben gesehen haben. Und wir können so viel anderes noch singen. Das wird ja genial. Boah, das brauche ich. Ich habe ja jetzt wieder Geld. Eins reicht. Oh, krieg ich ein Headset beim Hutmacher? Egal. Haben die keinen Mediamarkt oder sowas? Vielen Dank. Krass. Ein Headset. Das gebe ich mir selbst. Das ist der helle Wahnsinn. Ha, Mr. Bean arbeitet hier. Sehr gut. Ja, das hat den Geschmäcker. Vor allem die Spaghetti sehen hammer aus, ey. Die gehen immer. Von den Hammer. Hey, haben wir jetzt ja. Überragend. Da fällt mir nicht mehr viel zu ein. So, und wie gesagt, in die Top-Listen, da kümmere ich mich noch drum. Sie hat ein Problem. Und Markus ist wach. Ich muss auch irgendjemanden eine Schaukel geben. Am besten Mr. Bean. Ebenbild von LP Markus. Was willst du spielen? Schon wieder ein Zoom-Quiz? Okay, diesmal stellen wir uns besser an, oder? Was wird das wohl sein? Sanduhr. Das ist eine Sanduhr. Das sieht zumindest so aus, ne? Die richtige Antwort ist... Zeig her. Es war eine Sanduhr. Richtig. Applaus, Applaus. Guckt, wie euphorisch sie klatscht. Ich lass sie noch ein bisschen so klatschen. Schön weitermachen. Alle Abonnenten jetzt bitte mit. Alle im Takt. Alle Zuschauer, jeder Einzelne. Bis Angelina aufhört. Das zweite Item. Na gut. Was wird es wohl sein? Schinken. Chili con carne. Würde ich tippen. Aber erkennen kann ich nicht wirklich was. Es war ein Serrano-Schinken. Ey. Schade, Schokolade. Ich krieg das Spiel noch... Ich krieg das noch hin. Schade, aber das machen wir demnächst nochmal, ja? Krieg ich Klopapier? Ja! Ihr solltet mir nicht alle euer Klopapier geben, hinterher habt ihr keins mehr. Und wie das dann am Ende endet. Oha, auch ich hab ein Problem. Sehe sehr besorgt aus.
Guten Abend, Ebenbild von mir. Guten Abend, Ebenbild von mir. Ich habe gehört, dass Noob doch mit mir befreundet sein will. Das halte ich für ein Gerücht. Bloß nicht. Wirklich? Na gut. Im Büro der Verwaltung neben dem Eingang siehst du allerlei Infos zum Haus. Da gucke ich schon mal vorbei. Jetzt wird mir schwindlig. Geil. So, das war's für heute nochmal. Ich werde jetzt noch jemanden erstellen offscreen. Und das aus gutem Grund. Ihr habt vielleicht aus den ersten Parts gemerkt, dass manchmal, wenn ich eine Figur erstellt habe, der Ton meine Stimmqualität sehr nachgelassen hatte. Das hatte leider einen guten Grund. Nintendo war irgendwie dagegen. Also, Nintendo sponsert mir die ganzen Spiele, auch Tomodachi Live, aber das System auf YouTube, das funktioniert nicht so, das ist nicht ausgereift, da hat sich keiner Gedanken gemacht und deswegen gibt es immer wieder Soundtracks, die ich irgendwie nachträglich entfernen muss mit so einem Tool. Das geht, das wird akzeptiert und das muss ich leider auch bei dem einen oder anderen Charakter machen. Part 1 habe ich komplett neu gerendert deswegen und... Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich werde die Charaktere jetzt nur noch offscreen erstellen zwischen den Parts, ja. Müssen wir leider so machen, aber ihr habt ja immer gesehen, wie man Charakter erstellt. Ich gucke ja stundenlang, ob die Stimme okay ist und so. Und deswegen, da ist auch nichts Großes dabei. Wir starten dann immer mit dem neuen Charakter und dann geht's los. Also ihr verpasst da nichts und selbst wenn, dann schneide ich es euch rein. Ne? Aber Nintendo will's halt nicht ohne Begründung. Und das wird auch niemand begründen können. Das ist einfach random, das ist einfach Nintendos... Bullshit-System. Na gut, also kümmere ich mich, mach einen neuen Bewohner, mach die Geburtsdaten und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Nicht verpassen, Daumen hoch! Bis dann und ciao!